Hallo Welt, da sind wir wieder, hier auf dem George-Schrott-Platz. Und wir bauen unser Camphaus. Und das bauen wir hier. Wir stellen die Blaupausen her und bauen dann nachher im Camp, wenn das irgendwann mal wieder funktioniert, das Camp auf. Das hier. Aber das Dach. Ja, mit dem Dach bin ich noch nicht so ganz fertig hier. Da fehlt noch der letzte Schliff. Gucken wir uns das erstmal von außen an, wie das so aussieht, was wir da so gebaut haben. Wenn es hier quietscht, das sind die Windräder hier, die könnten mal Öl vertragen. Ja, also diese Seiten hier finde ich okay. Natürlich, da vorne muss noch was geschehen. Ja, eigentlich ist es egal, welche Schrägen wir doch da. Da müssen wir noch was machen. Also da, wo dieser Turm hin soll, da müsste noch was geschehen. Mit dem Dach. Gucken wir mal, wie wir da am besten reinkommen oben. Ja, es soll nämlich begehbar sein, da oben wenigstens. Oh, hoppla. Okay, begehbar wäre es bis hier. Das wäre jetzt egal, was für ein Dach wir hier drauf packen. Sehr viel zur Auswahl haben wir, glaube ich, gerade nicht. Aber das hier sollte ja auch begehbar sein. Okay. Ja, das wird hier wahrscheinlich wieder eine Lücke geben, oder? Sieht mir bald danach aus, ja. Das ist aber schade. Na, wo ist es hin? Da. Aha. Aha. Ja, gut. Dann bauen wir hier doch mal Wände drauf. Da und... Ach so, da passt das gar nicht mehr drauf. Ach, warum passt das denn nicht? Außerhalb des Baubereichs, ach so. Ach, dann geht das nur so. Wäre alles außerhalb des Baubereichs. Ach, das ist aber schade. Ja, gut.
Ha, das ginge so, aber andersrum nicht. Warum geht das nicht so rum? Na gut, so ginge das ja auch. Was haben wir hier für eine Wand? Eine normale Wand, okay. Also so funktioniert das schon mal nicht. Okay, dann versuchen wir das so. Hier unten ist ein Fenster. Dann nehmen wir hier eine normale Wand, so eine hier. Eine halbe also. Genau. Ach, jetzt geht das. Ja, aber es geht ja so rum. Fertig. Ja, an der Stelle lassen wir das so, denke ich. Da, anders geht es jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass wir da noch sehr viel Erfolg haben werden. Wie sieht es aus von außen? Ja, schöner wäre es, wenn wir noch eine halbe Wand oben drauf packen könnten. Aber ja gut, wie gesagt, das haben wir gerade ausprobiert. Das funktioniert dann nicht. Und dann haben wir doch auf dieser Seite, glaube ich, noch eine Lücke. Die letzten Lücken, ja, ja. Und da auch noch. Ja, ja, ja. Oben. Im roten Bereich da oben. Ach. Ach so. Ach ja, das hier wäre das. Das können wir nicht weiter nach hinten schieben, so. Können schon, aber eine Lücke bleibt. Da gehen nur die Schrägen rein, okay. Alles gut, das geht also. Ja, anders geht es nicht. Ja, schade, das hätte ich am liebsten hier auch mit einer Wand hierzu. Oh, das ist gut. Das ist nicht gut. Da fehlt noch was. Na also. Ja, das gefällt mir besser. Okay. Aber jetzt. Das wird interessant jetzt. Moment, halt. Ich bin noch nicht fertig. Halt! Nicht! Nicht doch! Oh.
seltsam. Aha. Wenn wir das so bauen zum Beispiel, bekommen wir das dann noch irgendwie zu? Ich meine, hier vorne könnte man direkt auch ein bisschen breiter gehen und das dann anders machen. Das wäre okay. Ja. Aha, das hier bekommen wir nicht zu. Also, ja, das, was ich gerade sagte. Dann müssten wir hier vorne das also breiter machen, ja. Darunter können wir auch nichts machen. Das hier also raus. Ja, so langsam sieht es dann aber, glaube ich, 0815 aus. Das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich wollte. Aber Moment. Fertig. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Wir haben's geschafft. Das Dach ist da. Okay, hier sieht's ein bisschen abstrakt aus. Ja, wir haben so ein Guckloch. Das ist okay. Das ist gewollt, liebe Welt da draußen. Das wollten wir so. Ah, von dieser Seite okay. Das war schon vorher okay. Aber wie sieht's von hier aus aus? Auch okay, das war auch schon. Und... ja, das war ja wohl nichts. Aha. Kommen wir da dran von hier? Oh nein, müssen wir uns merken. Warum ist das denn hier so hoch? Was haben wir denn da für einen Ach, das haben wir genommen. Ja, das ist auch das Falsche. Das ist doch klar, dass das nicht geht. Da muss so eins hier rein. Jawohl. So, jetzt haben wir es aber. Oh. Ah, perfekt, perfekt. Ist es nicht schön? Ja, naja. Okay, es geht. Ja, besser kriegt man das eben nicht hin hier. Nein, besser geht's nicht. Naja, das erste Haus hat mir besser gefallen. Ja gut, eine Testblaupause vom Dach oben machen wir einmal und dafür gehen wir einmal raus und gucken uns die zweite Etage an, was da alles so drauf war. So, das passt jetzt gar nicht mehr mit dem Test zusammen, oder? Nee, ich glaube nicht. Da müssen wir das hier. Die untere Etage bleibt die untere Etage mit Leiter. Oder nee, ohne Leiter. Ja, mit der Leiter, mit der Treppe weiß ich noch nicht so genau. Das hier ist dann also die nächste Etage. Egal. Wir legen die Blaupause nochmal neu an und das Dach haben wir noch gar nicht.
Egal, wir legen das jetzt von unten alles nochmal an. Eine neue Blaupause. Ich hoffe, das stürzt da nicht ab, während wir das machen. Ja gut, das Dach kriegen wir nochmal hin, glaube ich. Das war jetzt aber doch ein bisschen knifflig am Ende. Das Ganze können wir nicht auswählen, oder? Überhaupt nicht, nein. Ja, das ist aber in Ordnung, wenn hier jetzt noch ein bisschen Platz ist. Sollen wir die Treppe jetzt mitnehmen oder lieber nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Wenn wir die Treppe nicht mitnehmen, können wir vielleicht irgendwie die zweite Etage mal weglassen. Lassen wir die Treppe mal aus. So. Dann erstellen wir schon mal jetzt die Blaupause so. Wir benennen die aber erstmal Test, überschreiben die Originalblaupause nicht, denn... Ja, falls wir... Ja, genau, falls sowas passiert. Nein, falls wir dann doch hier... Es kommt ja ganz selten mal vor, dass man vom Server fliegt. Und falls das passieren sollte, dann haben wir immer noch die... Die Blaupause, in der ein bisschen mehr drauf ist. Aber dafür benennen wir sie jetzt richtig. So. Blaupause neu. Warum ist das jetzt alles nicht mehr weiß? So, zweites Haus. All für Anna Lucrezia und erste Etage, Test, oder eigentlich ja nicht, das ist ja jetzt die erste Etage, so. Ist denn alles drauf? Ja, sieht so aus, als wäre alles drauf. Klar, die Türen kommen noch und die Dekosachen. Okay. Oh, die nächste Etage machen wir in der nächsten Folge. Diese Folge ist vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.